Tja, doof gelaufen, ne? So, wir machen erstmal Ding hier aus. Und looten wir das hier. Kein Platz. Kein Platz, alles klar. Ja, moin, Wart. Wie geht's dir? Ich... Ups, Warte mal, was hatte ich da? Alles klar, ich kann mit den Leuten hier nicht reden. Gibt's irgendwas? Hier haben wir Wart. Okay. Hier haben wir auch noch was. Warte mal. Sonnenkönigin, bla bla bla. Bitteschön, könnt ihr euch durchlesen. Alter. Komm schon. Das habe ich nämlich keinen Bock, alles vorzulesen. Wird doch zu lange dauern, so. Das habe ich gerade gelootet. Was ist das? Oh. Du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht? In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Ein Angriff! Alles klar, liegt da random eine Waffe rum. Du gehst mir allmählich auf die Nerven. Das ist, glaube ich, sogar der erste Bossfight, ne? Au! Warum lässt erwart bloß immer so... Au! Aue. Das ist doch nicht vorbei, Weib. Ah, Alter! Dem macht super viel Schaden. Ich dachte, ich könnte jetzt eben hingehen, so zack, 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 tot. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, glaube ich. Und das ist ja, ich habe ja schon jetzt gerade wieder gesehen, was mich komplett wieder nervt, dass da mehrere Leute wieder sind. Ja. Da, ich hab was gesehen. Au. Warte, kümmern wir uns mal um die hier. Ich muss doch einen Sonnengott töten. Ja, ja, ich kann warten. Schlagen wir zurück, verdammt! So. Ich habe eine Armee angeführt. Falken und Verwüster getötet. Das ist gar nichts. Ich habe auch schon viel getötet, by the way. Falls du mich noch nicht kennst. Ich habe eine Armee angeführt. Falken und Verwüster getötet. Deswegen nichts können. So. Komm schon, mein Lieber. Wo bist du? Na? Können wir das beenden? Ich muss doch einen Sonnengott töten. Ja, ja. So. Die Brennen macht Schaden. Ich habe eine Armee angeführt. Und Verwüster getötet. Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osram-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. So, hier bin ich. Das ist ein Notfallplan? Ein paar von den Scheißdingern? Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Ja, ist kein Problem. Ich finde es auch geil, dass er jetzt so oben liegt. Habe ich den erstmal da oben hingetragen. Ja, komm, steht's mal ab hier. Nein. Oh nee. Komm, fall wieder hin. Fall, 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 Fall. Nein, fall nicht da hinten hin. Nein, Kriegsschalltreffer. So, ist weg. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ja, ja, man sollte die Arbeit keinem überlassen. Am besten selber machen. Warum stürzen die jetzt nicht ab? Jetzt ab. Au. Diese majestätischen, mörderischen Glitzer habe ich, ne? Ja. Jetzt down gehen. Aber was habe ich denn hier? Ich dachte, was? Komm schon. Das hat ein bisschen gebracht. Und bam.
Den erstmal untersuchen. Da kommen nochmal drei. Sind jetzt aber graue Habichte. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein Unterschied war. So. Ha, diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Schön, dass da eigentlich graue Habichte steht. Oh, jo. Was habe ich da angetroffen? Keine Munition mehr. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Ja. Die meisten davon habe ich schon getötet. Warte mal, neuen herstellen. So, davon auch mal einen neuen herstellen. Davon auch mal einen neuen herstellen. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ja. Schon. Ja, fällt getroffen. So, dann mache ich nochmal den hier. Bam. Oh, das ist ein ganzes Ding gemacht. Au. Okay, das denn was gemacht? Scheiße. Nein, nein. Ja, genau. Ich muss mal umteilen. So. Ich bekämpfe die nochmal mit Feuer. Feuer ist das Beste, was sie abkriegen können. Jetzt fällt er da hinten hin, willst du mich verarschen? Da komme ich nicht hin. Also drehe mich mal kurz auf den. Okay, dann auf den hier. Oh nein. So, renn schön. Der möchte zu mir. Okay, treffen kann ich sie nicht, leider. Beim Brennen sind die auch nicht so die Freunde von. Aber kriegen die auch keinen großen Schaden, mache ich damit. Was ich da hinstellt, ist so Arsch. Komm schon, komm schon. Nice. Okay, der ist kaputt. Oh, der war kaputt. Alles klar. Nee. War natürlich klar. Scheiße. Er ist down. Er ist genau down. Komm schon, komm schon. Einmal noch. Oder zweimal noch. Ja, doch mal. Alter. So. Dann mal mit dem Bauchfell. Der ist dood. Und der ist auch dood. So. Du darfst ja auch immer stehen bleiben, ne? Was hast du jetzt? Dramatische Tod oder? Alles klar. Ja, man muss auch manchmal einen dramatischen Tod haben. So. Die anderen Sachen kann ich mir nicht mehr mitnehmen. Kein Platz mehr. Kühlsaft und so nehme ich noch mit. Das kann man, glaube ich, immer gut gebrauchen. So. Was brauche ich dafür eigentlich? Lore, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Davon nochmal ein paar. Und davon nochmal ein paar. Davon haue ich auch nochmal welche raus. Und die habe ich voll. Ja. So. Das alles nochmal. Ich muss nochmal wieder Lohe suchen. In nächster Zeit. So. Von dir nehme ich auch noch alles mit. Und dann reden wir mal mit... Moment. Warte derweil, du musst hier nochmal kurz... ein ganz bisschen... warten. So, jetzt aber. Hau raus derweil. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden.
Alles klar. Rede mit der Wart, rede mit der Rind, rede mit der Wahl. Aber hier haben wir erstmal was. Weil die Tür auch aufgegangen ist. Deswegen habe ich jetzt gesehen. So. Alles klar. Das öffne ich auch mal eben. Und das könnt ihr euch durchlesen. Energy Meridian. So, und sonst ist hier, glaube ich, nichts. So, ich rede erstmal mit Avat. Ich denke mal, dass da Avat ist. Ja. Rede ich jetzt mal mit dir. Aloy. Ups. Mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Arsas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Danke für das Angebot, doch. Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast deinen eigenen Kopf. So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Alles klar. Der Wahl. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Der Wahl ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Der Wahl. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Aloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Alles klar. Sprichwort habe ich auch noch nie gehört. So. Dann würde ich mal sagen, wir reden mit Erend. Ich denke mal, dass Erend irgendwo da unten steht. Das Erend. Da beende ich aber die Quest. Dann gehe ich doch erst zu der Wahl. Mal gucken, was der Dude so jetzt sagt in seiner neuen Zelle. Ich denke mal, er ist nicht so begeistert davon. Also hat er auch gar nicht. Ja, guten Tag. So. Wie oft bin ich jetzt schon durch diese Stadt gelaufen? Auch schon super oft. So. Wäre schön, wenn die hier einen vernünftigen Weg anzeigen würden und nicht nur diese Scheiße, die ich jetzt schon verloren habe.
Warte mal, hä? Da muss ich hin? Hier muss ich hin. Gebe ich dann auch... Ne, dann gebe ich nicht die Quest ab. So. Okay, ja, moin. Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Verstehe. Du willst noch Salz in die Wunden streuen. Tja, das funktioniert nicht. Haha, wie lustig, den Bastler im Käfig zu drangsalieren. Was haben wir gelacht? Glaubst du, dieses Stück Schrott macht dich klug? Ich wette, ohne das Ding hättest du meine Bombe niemals entschärfen können. Du glaubst, ich bin erledigt, hä? Denk nochmal drüber nach. Ich bin schon schlimmeren Situationen entkommen. Alles klar. Aber ich glaube auch, ich hätte ohne dieses Ding herausgefunden, dass diese scheiß Lohe einfach runtergeschubst werden muss, damit die Bombe nicht mehr genährt wird. Also, es war sehr offensichtlich, dass das so ist, weil die Scheiße ist auf die Bombe getropft. Ja, war offensichtlich. So, reden wir mal mit Erend. Haben wir den, der Wahl ein bisschen, haben den genug geärgert. Wo standen wir eigentlich vorhin? Ah, da unten standen wir und er war wohl eine Dings drunter. Auch nicht schlecht. So, Arendt, was sagst du jetzt, wenn... weil der Wahl ja im Dings sitzt. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte der Wahl sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte... ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet wenig reden, viel trinken. Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Tja? Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Okay, das war ein tolles Gespräch. Sehr... ich weiß nicht, irgendwie war das Gespräch komisch. Und nicht gerade... ja, wie soll man sagen? Interessant. Nicht gerade... gut, so, egal. Wo wollte ich hin? Genau, da wollte ich hin. Ich wollte nämlich einmal gucken, Trophäe erhalten. Geil! So, was haben wir hier? Panzerwanderer. Was war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Wo ich gerne hin will, ist mal wieder zu einem Langhals. Deswegen würde ich mal sagen, in der nächsten Folge mache ich genau das. Ich nehme mal die Quest, werde ich mal mit ab.
Und dann wollen wir uns mal auf die Suche nach einem Langhals begeben. Ich porte mich mal zum nächsten Standort dahin. Kann ich das überhaupt? Nein. Ich weiß jetzt nicht, warum hier ein Baum liegt. Aber warte mal. Die Dings wollen uns doch 1000 Sachen anbieten. Die Leute da. Guck ich mal, ob da irgendjemand Schnellreisepakete hat. Aber ich habe, glaube ich, keins mehr. Wäre ganz cool, wenn da welche hätten. Wenn nicht, ist auch egal. Dann laufe ich da schnell hin. So, wo haben wir einen Händler? Da vorne haben wir einen Händler. Sind das überhaupt Händler? Spezialhändler. Händler. Geheimkisten. Jägerbedarf. Artefakte. Verschiedene Sammelobjekte. Okay, dann gehe ich mal zu dem Geheimkistentypen. Meine Fresse. Vielleicht hat der ja ein nice Stuff für mich. So, jetzt muss ich mal links. Und dann ist er hier. Ja, moin. So. Ja, egal, scheiße. Schön spezial. Ich kaufe mir da mal von 2. Weil es kann sein, nämlich, dass in den Dings Schnellreisepakete drin sind. Glaube ich. War auf jeden Fall mal so. Reisen fort. Guck, Schnellreisepaket, das will ich haben. Da, Inventar. So. Cool. Ja. Cool, Metallschirm, geil. Ich weiß gar nicht, ob da nur Metallschirme drin sind. Kann sein, dass auch nur Metallschirme eigentlich drin sind. Rohstoffe. Wo sehe ich denn überhaupt, wie viel Schnellreisepakete ich habe? Ah, ich habe 0. Und ich kann mir welche herstellen. Ah, alles klar. Der Rohstoffbeutel ist nur voll. Moin. Oh, was kann ich denn hier verkaufen? Was habe ich denn 50.000 Mal hier? Kühlsaft. Bam. Oh, davon verkaufe ich auch mal ein paar. Kann ich nicht. Zünder. Metallgefäße habe ich auch ganz viel. Da behalte ich mal noch welche von. So, und die behalte ich auch mal, weil Geschäfte mit Händlern, ne? So, herstellen, reisen. Bam. Mach mir da mal 3, 4 von. Ja, mach mir mal 5. So, und dann porte ich mich mal dort vorne hin. Ich porte mich am besten direkt hier hin, weil dann haben wir ich direkt ein Läuferarsenal daneben. Und dann kann ich direkt hinlaufen. Und dann mal wieder ein Dings besteigen. Ne.